Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt euch eine Roomtour gewünscht und heute gibt's sie endlich. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Viel Spaß! Also fangen wir an mit meiner Whiteboard-Tafel. Hier schreibe ich nicht allzu oft drauf, aber meine Freunde eher schon, wenn die bei mir sind, schreiben die mir irgendeine Nachricht oder ja, irgendwas, was sie wollen. Dann geht's weiter mit meinem Bett. Hier schlafe ich, wer hätte es gedacht, und ja, hier chill ich, verbringe viel Zeit. Und ja, also das ist mein Bett. So, dann geht's hier weiter mit meiner Couch. Hier chill ich eigentlich nicht so oft drauf, weil ja, ich habe ja mein Bett und naja, die steht ja eigentlich nur so zur Deko. Kommen wir zu meiner Schminkecke. Hier habe ich meine Lippenstifte, hier meine Haargummis und ja, das ist einfach zur Deko da. Dann habe ich hier Bodysprays, Parfüms, alles was ein Mädchen so braucht, Nagellack. Und ja, die Tasche, die gab es bei DM umsonst, die ist voll cool, also wenn ihr die kennt, ja. Hier habe ich meine ganzen Pinsel. Dann habe ich hier meine Abschminktücher, alles was ein Mädchen so braucht, wie gesagt. Gehen wir mal hier runter, hier habe ich ein paar Ketten hängen und in dem Schrank befindet sich eigentlich nicht viel, einfach so Krimskrams und... Hier sehen wir meine Sporttasche, meine Fußballtasche. Das ist meine Alltagstasche und das ist meine Schultasche. Einfach nur eine ganz normale Schultasche. In dem Schrank ist nicht allzu viel. Da ist auch so Krimskrams. Hier habe ich einfach ein paar Bilder von mir. Und dann geht es weiter hier unten. Hier unten habe ich einfach ein paar Schulsachen. Und das hier ist mein Schreibtisch. Ich glaube, da brauche ich nicht allzu viel zu erklären. Ja, stinknormaler Schreibtisch, Laptop, iMac. Dann geht es weiter mit meinem Fernseher. Ich gucke nicht allzu oft Fernseher, aber manchmal kann man ihn gut gebrauchen. Dann geht es weiter. Hier habe ich meinen Wäschekorb und einen Ball, einfach zum Chillen. Das ist meine Tür. Ja, sehr spannend. Dann geht es weiter mit meinem Kleiderschrank. Ich zeige euch jetzt ein bisschen, was in meinem Kleiderschrank drin ist. Ich habe hier meine Jacken. Dann habe ich hier meine Schuhe. Fußballschuhe, Normalschuhe und ja, High Heels, alles was man so braucht. Dann hier oben habe ich meine Leggings. Jeans habe ich nicht allzu viele, weil ich ja nicht so gerne Jeans trage. Und im dritten Schrank habe ich auch Kleider wieder. Hier habe ich meine ganzen T-Shirts und meine Sportsachen. Dann habe ich hier oben meine Pullis für die Schule und ja, einfach zum Chillen. Und mein letzter Schrank, hier habe ich einfach ein paar Aufkleber hingehängt. Hier habe ich meine Pyjamas, ein paar Onesies. Und meine Unterwäsche. Und das war es auch schon mit meiner Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir Videoideen in die Kommentare und lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ciao!